So, ich möchte euch gerne zeigen, wie man ganz einfach zu Hause Knoblauch pflanzen kann, sodass man zu Hause dann frisches Knoblauchkraut ernten kann. Das funktioniert auch im Winter. Hierfür habe ich so eine Knolle genommen und habe hier, das kann man gleich zeigen, eine Zehe zum Beispiel einfach abreißt. Und dann quasi diese Zehe in Erde einpflanzt. Man sieht, die Zehe, die hat hier eine Unterseite. Die Unterseite, da kommt dann später die Wurzeln raus. Und der Oberseite, hier wächst dann das grüne Kraut raus, das man auch ernten kann und zum Beispiel zu Salat oder aufs Brot schön schneiden kann. Ich habe hierfür einen Topf vorbereitet, zum die Knolle einsetzen. Das habe ich mit Erde gefüllt. Die Erde, die ist egal, die kann zum Beispiel Komposterde sein. Das kann auch ganz normale Blumenerde sein aus dem Sack. Man kann unten, wenn man möchte, an unteren Schicht Ton einfüllen oder Kies, damit der Knoblauch nicht überschwemmt, wenn man mal zu viel gegossen hat, eine Art Drainage. Wichtig ist, dass man den Knoblauch einpflanzt in einer etwa 5 cm tiefe Mulde, die ich mit dem Finger zum Beispiel in die Erde reinbohren kann. Hier wird dann der Knoblauch, wie gesagt, die untere Seite nach unten, die platte Seite, in die Erde reingesetzt. Und ein bisschen mit Erde zugedeckt. Das muss nicht tief sein. Theoretisch kann er sogar ein Stück weit rausgucken. Je nachdem, da kann man ein bisschen experimentieren. Ich decke es meistens ganz mit Erde zu. Ja, und dann heißt es erstmal warten.